Scheiße. Okay, ich mache irgendwas falsch. Nee! Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Jawoll! Herzlich willkommen, euer Gamer. Zack, McFly ist wieder am Start hier und diesmal mal mit einem, ja, ich sag mal, inoffiziellen Spiel. Gestern in dem Video habe ich ja schon gezeigt, wie man die Oculus mit SideQuest verbinden kann. Und ja, SideQuest hat auch einen eigenen Store, wo man sich das Spiel runterladen kann. Und ja, lustigerweise, als ich letztens mit ein paar Kollegen gezockt habe, ich gebe nebenbei mal die Daten ein, haben wir darüber gesprochen, wie geil ja eigentlich ein Pokémon VR wäre. Aber klar, von Nintendo wird da bestimmt nichts kommen. Und ja, das allererste, was ich gesucht habe natürlich in SideQuest, Pokémon. Und ich bin fündig geworden und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss mal kurz blurren. Und dann verbinden wir uns mal. Ich habe den Account angelegt, aber noch nicht reingeschaut. Hey! Und bin mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Hey Luki, welcome to my lab. Was geht, Dr. Eich? Okay, ui, ich kann mich bewegen. Und wir können uns ein Starter-Pokémon aussuchen. Und ich nehme natürlich ein Glumanda. Und wir sind... Das ist online? Alles klar, also das ist unser Haus, oder? Gehen wir mal hier rein. Hä? Ein Pokémon Center? Hallo? Joy? Ich weiß nicht, was du hier machst. Sind wir schon in Latania City? Oh! Nein, ich habe mein Glumanda fallen lassen. Okay, sehr gut. Was passiert? Was passiert in 6 Minuten 30? Okay, ja krass. Das sieht schon ganz gut aus eigentlich. Für so ein Fangame, sage ich mal. Komm ich hier wieder raus? Okay, ich bin wieder raus. Da ist ein wildes Mankey. Dann würde ich sagen... Cinnabar? Okay, das ist wahrscheinlich alles auf Englisch. Da haben die ein bisschen einen anderen Namen. Ja, wir kämpfen jetzt erstmal gegen ein wildes Mankey. Okay. Ah! Ah, okay, alles klar, okay. Wie gesagt, mein erstes Mal. Für mich ist das auch alles noch. Ich habe 5 Sekunden Zeit. Mankey gegen Charmander. Pokémon Fight, Run. Fight. Scratch. Ah, hier haben wir eine Liste. Ja, es ist genauso erstmal jetzt enttäuschend wie das ein Pokémon für die Switch. Die kämpfen nicht so richtig, die machen trotzdem immer nur ihre Attacken. Egal, aber dafür ein Feuer. Ist natürlich nochmal ein bisschen geiler als die Pokémon Switch Version. Route 1. Hier läuft ja alles rum. Youngster Ronnie. Warte mal ganz kurz. Kann ich hier... Ich kann das einfach so rausholen. Wie viel Leben hast du? Kann ich irgendwas mit dir machen? Kann ich dich nehmen? Hallo Glumanda, was geht? Kämpfe mit dem. Kämpfe! Glut! Tackle! Okay, dann halt so. Okay, es ist... Wirklich nicht ausgereift, das Spiel. Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme aussieht, aber manchmal friert dann das Bild ein. Und einfach, der Kampf wird einfach beendet. Aber ich sehe hier schon mal, Glumanda ist noch voll. Warte mal.
Wo kriege ich denn die Pokebälle her? Also eigentlich muss ich ja dann nach Vertania City einmal. Und was für Dr. Eich holen, oder? Zumindest im Original. Okay, hier sind die Leben, ja, klar. Okay, der ist hart. Der ist hart. Okay, man kann es super schnell durchfliegen einfach. Ja, wie gesagt. Also Katza sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Boah, was. Wir versuchen mal irgendwie allem aus dem Weg zu gehen. Hallo Ronny, ne, schau mal. Okay, unser erster Fight. Lass uns kämpfen. Ich rufe Glumanda. Da, zack. Stehe ich überhaupt? Ich stehe, glaube ich, gut im Bild. Wow. Wow, Ronny. Du hast das gemacht. Ey, warte mal, dagegen kann ich doch nicht kämpfen. Ein Mantikai, okay. Es ist die erste Welt, aber da sind auch, würde ich jetzt behaupten, andere Pokémon. Zumindest kam mir das jetzt nicht bekannt vor. Man hat keine Einstellungen, ne? Oh, oh, man hat Menü. Quit Game, reset my position. Map, Team und Bag. Find random opponent. Okay. Also es ist auch online. Das ist interessant, weil man kann man auch gegen andere kämpfen. Settings. Kann Musik ausstellen, Battle Musik, Battle All Mute, Click Sound. Left-handed, nein, brauche ich nicht. Ist das jetzt, bin ich das dann? Quit Game will ich nicht. Okay, ich kann mit beiden Controllern dieses Menü öffnen. Und Viridian City, das ist bestimmt Vertania City, oder? Und das ist es. Was bist du? Ich kenne fast nur die erste, vielleicht noch die zweite Generation, da hört es aber auf. Okay, ich habe das jetzt auf der Switch noch gezockt, vielleicht davon auch noch welche. Aber sonst sind mir leider die Pokémon alle unbekannt. Joy, hi, danke. Weißt du, wo der Markt ist? Oh, bitte hier einmal links, links. Dankeschön. Der Markt, ich habe ihn eben schon gesehen. Da ist die Arena, die letzte. Move Tutor. Ne, ich glaube neue Attacken lernen oder so. Ach, das ist ja geil. Schaut mal her, hier ist der Shop. Und dann muss ich mir die Sachen nehmen. Wo sind die Pokebälle? Ich will ganz normale Pokebälle. Ah, hier. Und dann kann ich die dann in meinen Korb legen. Wie viel Geld habe ich denn? 64. Einer kostet 200. Hör mal, haben wir irgendwie ein Sonderangebot hier? Okay. Ich will trotzdem kurz checken, wie das funktioniert. Wahrscheinlich hier? Nee. Oder weil ich nicht genug Geld habe? Carry me. Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich es drinnen. Ich konnte es, glaube ich, kaufen, oder? Nee, aber das ist richtig gut. Es ist eine Kleinigkeit, aber das finde ich echt geil. X-Attack und sowas, ja. Gut, wir brauchen Kohle. Wo kriegen wir jetzt Kohle her? Ich würde fast sagen, dass wir nochmal zurücklaufen sollten. Route 2. Das bringt uns alles nichts. Und hier geht es ja zu den Top 4. Ich habe noch keine Pokebälle, also fangen kann ich da eh nichts. Sonst immer klar, erste Station Nidoran.
fangen, aber ist ja jetzt hier auch nicht, weil ich ja gar nicht weiß, welche Pokémon mich hier erwarten. Boostos. Warum sind so viele Wasser-Pokémon hier? Ich gucke erstmal, ob ich nochmal zu Professor Eich kann, irgendwie mit dem labern. Vielleicht gibt der mir Kohle. Ich weiß nicht, warum meine Mama zu Dr. Joy geworden ist. Dr. Joy? Sie ist ein Doktor? Die hat ja Pokémon. Wir nennen sie jetzt einfach mal Dr. Joy. Ich glaube, ich kann hier sonst nirgendwo rein. Dann bekämpfen wir das mal. Vielleicht lassen die ja auch Kohle fallen. Warum brauchen die so lange? Erfahrungspunkte habe ich jetzt auch noch nicht so richtig gesehen. 79. Okay, ich muss einfach ein paar Pokémon besiegen. Okay. Und er steigt bald auch ein Level hoch. Oh, der hat schon einen Totexo. So. Dann bekämpfen wir mal die alle hier. Nicht, dass er mich hier nachher noch bekämpfen will. Mit seinem Totexo auf Level 16 oder so. Ja, ist jetzt dann nicht ganz so spektakulär. Hab ich gewonnen? Ich muss mal dann schauen, wenn ich zwei habe, ob ich dann irgendwie die dann auch so werfen kann. Das wäre natürlich noch ganz cool. Also ne, wenn ich ein neues Pokémon nehme, dass ich mir den dann nehme. Und dann werfe ich ihn einfach in den Ring. Weil aktuell sieht es ja... Wobei, ne, ich kann mir das hier nur angucken, ne? Ich glaube, man muss die echt in den Ring werfen. So. Oh, ich bin aufgestiegen. Amber. Oh. Übelst krasse Vierecke. Wow. Sofort gekillt. Okay, wir gehen dann schon mal auf Route 1. Wow, ich bin sofort in den Pokémon-Kampf rein. Damit wir zumindest schon mal in Richtung Tiny City kommen und uns dann einen Pokéball kaufen können. Das hat das Spiel jetzt nicht verkraftet, ne? Reset my position. Das ist auch praktisch. Youngster, hä? Hier, was bist du, so ein Hase? Ja, also man muss natürlich wissen, ne? Wie gesagt, das ist jetzt aus SideQuest eine App, die irgendwer netterweise entwickelt hat. Und ich würde lieber so Pokémon spielen, als gar kein Pokémon zu spielen. Das ist meine Meinung. Also ich finde es bis jetzt ganz gut. Könnte gleich noch überlegen, ob ich mich vielleicht hinlege. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Interessant. So was gibt es hier also auch. Ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt im Stehen spielen, ne? Ist dann vielleicht immer ein bisschen angenehmer. Oh, was ist das? Oh. Das ist ja geil. Hab ich das jetzt selber gegessen? Ich habe hier auf jeden Fall meinen Rucksack in meinem linken Arm. Wie viel Kohle habe ich? 154. Komm, dann kämpfen wir mal gegen einen Scheiße, mir fällt der Name nicht mehr. Mr. Mime. Warte mal, was? Wow, Lomanda. Du bist fast tot, ne? Was passiert denn dann? Soll ich es mal drauf anlegen? Nee, ich glaube nicht. Was macht denn das, ne?
Also irgendwie, ich hab's nicht ganz verstanden, es macht auf jeden Fall irgendwas. So, kämpfen wir nochmal gegen dich. Da bist du doch eigentlich jetzt. Käfer, ne? Das ist Käfer, das ist nicht Pflanze unbedingt. Aber ich probier's mal mit Feuer. Warum? Ich fänd's auch geil, wenn die Lebenbalken unter dem Gegner wären. Damit man das auch direkt im Blick hat. 186, es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Okay, komm, dann machen wir die alle noch fertig. Oh. Das reicht mir. Ach, okay, komm. Wir haben hier noch zwei, die können wir noch schnell fertig machen. Wobei, nee, Mr. Mime. Pantimos heißt das. Heißt er nicht einfach Pantimos? Oder heißt er Pantimos? Wie fällt mir der Name nicht ein, ne? Das ist Mr. Mime. Ein kleines bisschen peinlich. Aber egal, okay, so, dann. Erstmal. Was ist das? Die sind so komisch geworden teilweise. Einmal heilen. Was holen wir uns denn, ne, Joy? Was für ein Pokémon holen wir uns denn? Beep. Hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen was los, ne? Also jetzt nicht so super viele Leute. Aber ich habe jetzt bestimmt schon 3, 4 gesehen. Wie gesagt, ja, ein bisschen ist was los. Sagen wir es so. Balls, ich habe Pokéball. Dankeschön, Clerk. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Fight. Und zwar würde ich dann auch schon mal sagen, direkt weiter. Auf Route 2. Deutsch-Tibetanier Wald. Sieht auch ein bisschen anders aus, okay, ja. Ne, da kommt direkt der Wald eigentlich, ne? Hä? Da ist der Forest. Was haben wir hier? Aber das ist ein Wasser-Pokémon. Das ist doch eigentlich eine gute Ergänzung für mein Glumanda. Finion. Katzima. Boah! Komm, ich mach einfach den Roll. Okay, ich weiß nicht genau, was ich brauche. So, dann nehme ich den und ich fange mir einen Finion! Scheiße. Okay. Ich mach irgendwas falsch. Nee! Jetzt hab ich nicht hingeguckt. Jawoll! Alles klar, wir haben ein Finion gefangen. Wasser und Feuer. Ich brauche eigentlich eine Pflanze. Team. Starkes Ding hier, starkes Ding. So, dann müssen wir den ein bisschen leveln. Am besten für Rocco ja dann auch nochmal ein Pflanzen-Pokémon. Dafür brauche ich natürlich wieder Kohle. Okay, es ist nicht so leicht, sagen wir mal. Ne? Es scheint ein behäbiger Einstieg zu werden. Ich schau mal ganz kurz. Eine Sache würde ich mal kurz checken. Finion hat jetzt 52 Erfahrung. Ob der auch Erfahrung bekommt, wenn er nur dabei ist? So. Pokémon 10. Achso, 10 Pokémon gesehen. Immer noch 52. Dann, ich gehe mal zurück. Ich habe Angst, dass er stirbt. Ich gehe nochmal auf Route 1. Dann müssten hier was schwächer sein.
den Pokémon-Wechsel möchte ich jetzt mal noch testen. Und dann würde ich sagen, kann man auch mal die Aufnahme eigentlich beenden. Und ich würde es dann euch überlassen. Kommentiert, ob ihr hiervon mehr sehen wollt. Mr. Mime. Mr. Mime. Mr. Mime. Ich hätte auf jeden Fall jetzt Bock, würde ich sagen. Commander, zurück! Finion! Wer war das? Okay. Run ist aber der. Kann ja nicht das Richtige sein. Ah, hier, Send to Battle. Okay, ich. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gecheckt. Oder irgendwas falsch gemacht. Ich kann ja mal schauen, ob ich da irgendwie Infos zu finde, zu diesem Spiel noch, wie das genau funktioniert. Mr. Mime. Mr. Mime. So. Dann gehen wir die nochmal kurz heilen. Ich habe keinen Bock, mit den ganzen Leuten zu interagieren hier. Aber wenn irgendwer von euch das auch zockt, ne, dann kann man natürlich auch mal zusammen eine Session starten. Da bin ich dann dabei. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt. Liked das Video, abonniert den Kanal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann kommentiert. Ich zocke auf jeden Fall noch ein bisschen. Und dann können wir im nächsten Video dann auf jeden Fall schon mal den ersten Arena-Kampf angehen, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, haut rein!